Also die Selbstberatung, die steht bei uns im Vordergrund. Ein großer Höhepunkt, Itter-Tirol, Andreas Wurzrenner, potenzialfokussierte Pädagogik, wo Kinder gestärkt werden, ermutigt werden. Wer war Vorarlberger Schulen waren, da hast du gerade gesagt, oder? Ja, Landesschulinspektoren, Pflichtschulinspektoren, auserwählte Schulen, die auch schon sehr innovativ arbeiten. Und da haben sie das uns angeschaut gehabt, gestern, den ganzen Tag. Die Woche davor waren von München Leute da, Starnberger See. Insgesamt haben wir schon 1600 Leute da gehabt. Die, und das sind die Dorfin, was sind das? Rot, Gelb, Grün, gell? Ja, das ist das, wie sie sich selber einschätzen. Und eigentlich ist es nicht so, dass wir sie stärken. Und es ist auch nicht so, dass wir da schauen, dass jemand motiviert ist. Wir schauen nur, dass ein guter Rahmen gestärkt ist, dass viel Motivation wachsen kann. Wir schauen, dass sie sich selber stärken können, dass sie selber erkennen, wo sie nur Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Und besonders auch, was sie schon gut kennen und andere dann erfolgreich sind. Normal haben wir ja nur eine Minute, so Kurzimpulse, aber ich muss ja, darf ich das auch da, diese Mindmaps ein bisschen erfassen. Ja gut, da gehen die auch wieder in die Schule. Und das habe ich mir noch nie gesagt. Und da sind drei Schulstufen parallel herinnen. Genau, die ganze Zeit. Drei Schulstufen gemeinsam parallel. Wunderschön. Itter Tirol, echtes Vorzeigeprojekt, wird auch am Kongress Bewusst gemeinsam leben dabei sein, genau für dieses Thema. Und Andreas gibt dieses Wissen ganz gern weiter, so wie ich dich kennengelernt habe, gell? So ist es. Dankeschön. Ja.